Künstlerisch bin ich eigentlich schon seit Kleinkindesbeinen irgendwie tätig gewesen, weil ich als Kind immer gezeichnet habe und mich eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, in Fantasiewelten geflüchtet habe. Ich habe gezeichnet und mich für Natur und Tiere interessiert. Und irgendwann wurden da auch ganz eigene Sachen draus. Meistens bizarre Geschichten. Und dieser Linie bin ich eigentlich auch noch treu geblieben bis heute. Meine Ideen kommen ungefragt aus mir heraus. Als Material nehme ich das, was ich am besten bearbeiten kann. Das ist Holz, da bin ich fit, das habe ich mein Leben lang gemacht. Von Motorsäge über Winkelschleifer, über Schnitzeisen. Es gibt natürlich ein ausgedachtes Ding, wo ich dann Holz zusammenleime. Da habe ich eine Idee, da habe ich ein Bild und da wird mit viel Aufwand dieses Bild aus einem Klotz gearbeitet, so wie ich meine, wie es sein soll. Diese Skulptur entstand 2001, zu einer Zeit, als mein Sohn Torben gerade 15 Jahre war und anfing viel zu rauchen, sich die Haare mit Uhu zu kleinen Spixern formte, die nach oben standen und die Hose Baggy trug. Dann dachte ich, nimmst du ihn dir mal und machst aus ihm eine Skulptur, so wie du ihn siehst. Es gibt aber auch ein Stück Holz, was ich finde, ob nur Mooreiche oder was Zwieseliges, wo schon Strukturen, Formen vorhanden sind und die greife ich auf und werden rausgearbeitet und irgendwann wird dann nachher etwas draus, sodass ich sage, Mensch, ja, das ist jetzt fertig und man sieht da, so war es also gewachsen. Und dann kommt da vielleicht manchmal noch was Steiniges rein, vielleicht auch nicht. Manchmal ist es naturbelassen. Manchmal wird es lasiert und mit Farben verändert, um irgendwas hervorzuheben. Ich habe in den Arbeiten, die ich mache, egal ob nun als Bildhauer oder als Fotograf oder als Körperbemaler oder Maskenbauer, eigentlich auch ein hohen handwerklichen Anspruch, um in den Arbeiten zu überzeugen. Ich finde, es wird heute viel zu viel gefuscht und viel zu wenig wirklich verändernd oder veredelnd oder wie auch immer mit Materialien, sei es nun Holz oder Steine oder Masken oder was auch immer, umgegangen. Motivation für mein Handeln ist ein relativ interessanter Aspekt, weil wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich verändere, muss ich sagen, ja. Früher hatte ich den Drive in der Skulptur auch bizarrere Sachen zu machen und ein bisschen dämonisches auch, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn ich sowas mache, werde ich selber davon frei. Hauptsächlich bin ich jetzt bei der Fotografie. Ich habe mein Leben lang eigentlich fotografiert. Und wo ich jetzt also ein bisschen eben mit Körperbemalung und Masken Menschen inszeniere, das sind praktisch lebende Skulpturen mit Masken, die ich dann arrangiere oder in Situationen setze und da irgendwie mit meinen Fantasien spiele, wobei da durchaus Ironie, Humor, Angst, Surrealismus, Erotik eine große Rolle spielen. Meine Kunst beinhaltet Handwerk, aber Handwerk muss nicht unbedingt Kunst beinhalten. Will heißen, ich habe eine Idee, eine Imagination, eine Inspiration und die werde ich mit den mir vorhandenen Fähigkeiten und meiner Auffassung, was Kunst betrifft, versuchen umzusetzen, egal ob die Welt sie braucht oder nicht.